SAF Holland ist einer der größten Lieferanten von LKW-Anhängerachsen. Zudem machen wir noch Sattelkupplungen, Kingpins, Stützwinden und komplette Fahrwerkssysteme. Also quasi das komplette Portfolio für den Truck und für den Trailer. Und die Achse kann man relativ einfach erkennen. Die hat einen roten Punkt auf der Radkappe und dann sind es unsere. SAF Holland ist auf allen 6 Kontinenten vertreten, entweder nur mit Verkaufsniederlassungen oder auch mit produzierenden Werken. Und auch in diesen Ländern setzen wir dann unsere Produkte auch ab. Es kommt darauf an, welche Tonnage die Achse zugeordnet ist. Also wir haben 9-Tonner-Achsen bis hoch zu 16-Tonner-Achsen und entsprechend da ist dann Wanddicke und auch Material ausschlaggebend. Wir verarbeiten relativ große Wandstärken, ist ja auch gefordert. Der LKW ist ja auch relativ großen Belastungen ausgesetzt. Dennoch sind wir immer bestrebt, so leicht wie möglich zu bauen. Im Schweißbereich setzen wir ausschließlich die Taurus, die Titan und auch X-Net ein und haben noch das Equipment dazu, wie das X-Net Gateway und auch die Scanner. Die Qualitätsanforderungen steigen ja stetig. Ich sag mal, der Prozess ist einfach reproduzierbarer. Ja? Also wir können die Qualität dann auf einem Level beibehalten. Es sind gewisse Programme vorgegeben und in diesem Programm Range muss sich einfach der Schweißer aufhalten und dann, damit können wir dann die Qualität sicherstellen. Und dadurch, dass wir die ganzen Schweißparameter dokumentiert der Serialnummer zuordnen können, ist X-Net für uns eigentlich ein ganz gutes Tool. Normalerweise, wenn jeder Arbeitsplatz besetzt ist, schiebt man das Bauteil von A nach B, von Arbeitsplatz A nach Arbeitsplatz B und dann geht es da direkt fließend weiter. Also keine Umzugszeit, ich muss mein Zeug zusammenpacken etc. So hat jeder Schweißer seinen Chip und kann damit das Schweißgerät dann freischalten. Das ist kein Datenträger für uns, das ist einfach nur, wie wenn du zu Hause deine Tür aufschließt, nur du kommst da rein. Jeder hat ja seine Einstellung und weiß, was er mit welcher Einstellung zu schweißen hat und dann läuft es. Durch die neuen EBM-Geräte ist es relativ einfach, da ist das Programm ja schon vorinstalliert. Da wählt man dann sein Programm, sein passendes aus und kann dann direkt loslegen. Für mich persönlich ändert sich nichts. Ich mache nach wie vor meine Arbeit und weiß halt, wenn ich mal aus der Parameter rausgerutscht bin und kann dann korrigieren, weiter weggehen, näher dran gehen. Am Produktionsalltag selber hat sich nicht viel geändert. Also die Schweißer können ganz normal weiterarbeiten. Was sich für uns geändert hat, ist, wir haben ja den Bezug der Parameter zur Serialnummer. Das heißt, wenn wir eine Rückmeldung aus dem Feld bekommen würden, hätten wir jederzeit die Möglichkeit, da zu recherchieren und zu schauen, ob die Schweißnähte in Ordnung waren. Und für mich als Schweißaufsicht ist einfach wichtig, in der Früh zu sehen, dass alle Parameter in Ordnung sind, dass alle Schweißnähte in Ordnung waren, dass wir immer die gleiche Qualität haben. Und dann hat man eigentlich auch ein gutes Gefühl. Zukünftig wollen wir sogar auch international eventuell Maschinen mit in dieses X-Net integrieren, zum Beispiel in China.